Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA Ultimate Team, bla bla bla. Ich weiß, du wirst, so muss sein. Und ja, letzte Folge unentschieden Sieg, beziehungsweise Sieg unentschieden. Und es hat sich was in der Mannschaft getan, und zwar habe ich mal probeweise Lukas Podolski verpflichtet. Soldado ist und bleibt noch hier, ich muss den mal eben reinpacken. Erstmal in der Mannschaft aus Sicherheitsgründen, möchte ich es mal so nennen, weil, wie gesagt, die Chemie, die leidet. Die leidet momentan extrem. Wir sind nur noch bei 69%. Aber ich bin ja mal gespannt, wie sich Podolski schlägt. Vom Schuss her war er besser, vom Speed her war er auch besser. Und da bin ich mal gespannt. Bin gespannt, mal gucken, wir spielen jetzt gegen Götze. Und Neuer im Tor. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Das kann was werden. So, wir spielen mal wieder unser Standardspiel jetzt. Das heißt Standard. Das, was wir zum Standard gemacht haben. Fürs Erste. Unterstreicht natürlich auch, die Verpflichtung von Podolski, nenne ich es jetzt einfach mal. Aufgrund der Laufgeschwindigkeit könnte man so verdammt schnell einen Konter ein verdammt schnell. Könnte man verdammt schnell einen Konter einleiten. Jawohl, sehr schön, bis Check. Jetzt schlagt sich Dortmund mit den eigenen Waffen, und zwar mit bis Check. Nein, Podolski macht es! Lukas Podolski im ersten Spiel. Das erste Tor. Ich bin Leverkusen-Fan. Warum muss ich mich da ein bisschen zurückhalten? Weil Lukas Podolski ist ja Kölner. Und wir sind ja immer dicke Buddies, Kölner, glaube ich. Richtige Buddies sind wir. Und er ist jetzt in meinem Team, also muss ich. Na, muss ich. Ich freue mich. Ich freue mich. Sagen wir kürzen dann. Ja! Neue Verpflichtungen, die hätte ich eigentlich in der letzten Woche schon, also in der letzten Folge schon erwähnen können, aber irgendwie hatte ich das null auf dem Schirm. Und zwar Marc-André ter Stegen, der noch Torhüter von Borussia Mönchengladbach, hat den Vertrag auslaufen lassen, beziehungsweise hat ihn nicht verlängert. Und es ist ja schon sehr lange das Gerücht, dass sich Barcelona an ter Stegen interessiert. Ach, schade. Und es waren wohl ja auch zwei Kandidaten bei Barcelona im Gespräch. Und ja, der Vater des anderen Kandidaten hat gesagt, dass Barcelona sich schon mit Ter Stegen einig ist, und das eigentlich auch schon bevor Ter Stegen gesagt hatte, dass er den Vertrag mit Barcelona, mit Gladbach nicht verlängert. Das wird wohl so sein, dass, wie gesagt, Marc-André ter Stegen ab nächstem Jahr bei Barcelona spielt. Also, man könnte gespannt drauf sein, ob das wirklich so ist. Also, noch ist ja nichts Offizielles. Die offizielle Version wird erst verraten, sobald Victor Valdes seinen neuen Arbeitgeber genannt hat. Und das wird wohl auch erst frühestens im Laufe des Jahres. Ja, jetzt geht natürlich dieses Torwartkarussell in Gladbach los. Weil sie können jetzt in aller Ruhe, was heißt in aller Ruhe? Also, sie müssen jetzt langsam anfangen zu suchen. Und es werden schon verdammt viele Torhüter in die Runde geschmissen. Also, es fängt an bei Trapp. Über Zieler, Giefer und so weiter, wobei Giefer ja schon angeblich schon in Schalke unterschrieben hat. Wo, glaube ich, auch noch keine Bestätigung rauskam. Aber das weiß ich jetzt gerade nicht. Das Flanke. Jawoll. Und das zweite Tor von Lukas. Potter.
Ja, also da sind wohl viele Torhüter im Gespräch. Und wir sind gespannt, vor allem ich bin auch gespannt, weil Gladbach gibt ja nicht nur einen ganz schlechten Torwart ab, sondern es ist ja schon ein relativ guter Torwart gewesen, wobei ich der Meinung bin, für Barcelona nicht gut genug. Aber das ist ja meine Meinung. Und das war ansonsten wieder von der Transferfront nichts Großartiges. Also der Winter hält sich bedeckt. Es sind noch 15 Tage bis zum zweite Hälfte, Saisonhälfte beginnt. 15, ich meine 15. Naja, wenn die Folge rauskommt, ein bisschen weniger. Aber das ist nicht mehr ganz so viel. Die Trainingslagen, die sind mittlerweile schon fast alle durch. Und ja, das heißt, da wird jetzt großartig nicht mehr viel kommen. Natürlich ist noch, doch, Moment, nicht mehr großartig viel kommen. Machen wir, ich erzähle das mal. Und naja, Götze ist einfach viel zu schnell. Halt ihn, ja gut. Dafür kann ich schließen. Ja, wir werden sehen, was da noch kommt. Also ich glaube nicht mehr großartig, dass hier noch viel Transfers getätigt werden. Ah, schade. Ich wieder mit meinem Lüpfen. Außer dass Rode, ouch, nächstes Jahr in München spielt, wobei es ist ja mal wieder klar. Für mich schwächt Bayern einfach nur wieder die Liga-Konkurrenten. Kaufen sich wieder Spieler, die sie dann einfach wieder weiterverleihen, weil sie sie nicht brauchen. Emre Can zum Beispiel, der ist zwar jetzt am Anfang der Saison zu uns gekommen, aber der ist schon mal länger in München gewesen. Von daher, Kirchhoff gekauft, Kirchhoff jetzt ausgeliehen an Schalke. War verletzungsbedingt ausgefallen oder fällt er aus oder wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz, Zukunftskauf in Anführungsstrichen. Jetzt Rode dazu. Das lassen wir mal so hingestellt, aber wie gesagt, das ist für mich einfach eine Schwächung der Liga-Konkurrenz und nicht sinnvolle Transfers zu dem Zeitpunkt. Natürlich, wenn man ihn vielleicht hätte zu Dortmund wechseln lassen, vielleicht wäre er dann nach am Ende nicht mehr nach München gewechselt. Wenn er dann in 2, 3 Jahren wirklich so weit gewesen wäre, dass man dort hätte sagen können, alles klar, er ist soweit, wir kaufen jetzt. Dann hätte er vielleicht gesagt, nö, jetzt will ich nicht mehr. Aber jetzt haben sie Schwächen damit natürlich wieder Konkurrenten. Lassen wir jetzt mal dahingestellt, aber das ist eigentlich die übliche Taktik von München. Viele sagen, was hat denn damals Dortmund mit Gladbach gemacht? Die haben auch den rausgekauft. Ja. Aber das war nicht, um den Verein zu schwächen, sondern ganz einfach, um Reus als Stammspieler bei sich zu haben. Was er jetzt unbestritten ist, muss ich ja so sagen. Reus ist einer der besten Mittelfeldspieler, die wir haben in Deutschland. Und aber wie gesagt, ich möchte nicht viel dazu sagen. Das ist nun mal so. Jeder darf sich sein eigenes Urteil bilden, denken, wie auch immer. Aber, naja, ist meines Erachtens auch schon ein bisschen scheiße. Doof. So, Halbzeit 3-1, eigentlich 4-1, wenn ich das Ding mal reingemacht hätte. Ja, wie gesagt, ansonsten Transfers momentan nichts Dolles, nichts Großartiges, nichts Erwähnenswertes. Von der zweiten Liga, weiß ich nicht. Also, zweite Liga ist für mich eigentlich nicht so eine Liga, die man unbedingt erwähnen muss. Nein. Schöne Tore. Jawohl. Das war Lucky. Los, Lewandowski. Nein. Einen Schritt zu weit.
Und nochmal. Können wir? Haben schon mal jetzt. Bei mein Eigentum. Abseits. Oder auch nicht. Wäre mal knapp. So. Und da macht das wieder nicht. Nein, Kula, Kula! Podolski mit dem Hattrick. Sehr geil. Kula, Kula. Ah, ja. Jo. Ich habe großartig auch nichts zu sagen. Ist ein bisschen doof. In der Aufnahme, wenn du nicht großartig viel zu sagen hast. Aber überlegen, überlegen, überlegen. Jetzt im Januar steht noch der Wintercup an. Oh. Er hat sogar Marco Reus. Warum hat er den nicht schon in der Halbzeit angeholt? Komisch. Sehr komisch. Das ist jetzt wirklich gerade mal komisch. Nicht? Wenn du Reus hast, du hast Götze im Spiel. Und dann schickst du nicht Reus mit ins Spiel. Ja, Digga, du bist Dortmund-Fan. Du weißt, wie schnell Aubameyang ist, ne? Ja, dann gelaufen bin ich. Komm schon, Blaschikowski! Nasri! Lewandowski! Tja, ein bisschen zu viel. Bisschen zu viel. Ja, der Wintercup ist in Düsseldorf. Da weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, ob ich mir da noch Karten für holen sollte. Leverkusen ist zwar dabei, aber ich darf momentan wirklich jedes Wochenende arbeiten. Das heißt, ich habe wie gesagt noch ein bisschen Aufnahmestress, was man vielleicht in der einen auch ein oder anderen Aufnahme vielleicht schon gemerkt hat, dass ich da nicht ganz so viel Zeit hatte wie eigentlich normal. Ja, genau, ich schütze mich erstmal weg. Oh, den hatten wir ja schon mal. Aber irgendwie spielt er mir immer noch zu defensiv. Er hat zwar mal einen Zukic rausgeholt, aber. Das ist schon ein sehr interessanter Gegner. Ja, ich führe, ich weiß. Dann lässt er euch gerne ein bisschen dagegen. Aber das ist irgendwie wirklich ein bisschen sehr komisch. Der war nicht schlecht, der Zug. Oh, abseits. Der Zug war nicht schlecht. Gar nicht mehr schlecht. Ja, die englische Liga spielt ja schon wieder. Die spanische auch. Und jetzt am Wochenende startet sogar noch die französische. Wo ich vor allem besonders gespannt hingucke, weil PSG ist ja wie gesagt der nächste Gegner. Der Bayer 11. Und gut, es gab, ja gut, ich habe eine relativ lustige Geschichte. Und zwar, war am Dienstag der Vorverkauf der Tickets für Leverkusen im Heimspiel gegen PSG. Und ich muss ehrlich sagen, ich stand um 9:30 stand ich am Ticketschalter. Weil ab 10 Uhr der Vorverkauf für Mitglieder gestartet ist und ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe 6 Karten bekommen, die auch alle an Verwandte, Freunde, Bekannte gegangen sind, aber der Nachteil war halt, wie gesagt, ich war um 9:30 da, 10 Uhr Vorverkaufsstart, ich war um 9:20 ungefähr war ich dran und da waren schon fast alle Tickets weg. 20 Minuten nach Verkaufsstart. Das ist in anderen Vereinen krasser, muss ich ehrlich sogar zugestehen. Und da ist die Organisation auch ein bisschen besser. Aber ich habe, wie gesagt, in meinem Blog, weil ich eine Jahreskarte habe, um 20 hat sich gar nichts mehr bekommen. Und auch kaum noch zusammenhängende Sitzplätze. Das war irgendwie schon 20 Minuten nach Verkaufsstart. Das ist eigentlich irgendwie nicht machbar. Eigentlich. Bayer kriegt es hin, dass man kaum noch zusammenhängende Plätze kriegt. Da war ich extrem enttäuscht.
Muss ich sogar zugeben, weil du stehst extra scheiße früh an, um Tickets zu besorgen. Und dann so eine Wichse. Nee, ich weiß nicht warum, ob du da wirklich nur mit Vitamin B so krass früh an die Ticks gekommen bist oder ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Der war scheiße von mir. Der war wieder gut, der war sehr gut. Das war Frustration und so. Nein! Wenn ich eher gerutscht wäre, hätte ich den Ball gesagt, nein, komm, du musst Gustavo stoppen, nein, nicht Gustavo. Ja, gut. Der war knapp. Ja, wie gesagt, das ist das Einzige, was mich jetzt noch in dieser Woche ein bisschen abgefuckt hat. Ansonsten ist ja nicht viel unterwegs, also nicht viel los. Juve ist wohl schon, gut, Juve ist momentan Herbstmeister in der Serie A, aber sie sind wohl auch schon, so wenn sie so weiterspielen wie jetzt, sind sie auch schon Meister. Aber da können wir ja mal noch gespannt drüber sein. Und 5-1. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, wie geht's mir. Und die Serien sind auch lang genug. Die Folgen, was wir Serien. Ja, in der englischen, in der spanischen Monster hat sie auch ein bisschen was getan. Und zwar habe ich mir einen neuen rechten linken Mittelfeldspieler gebracht. David Villa erstmal auf die Bank gesetzt. Ja, schade. Und ich habe mir den Giroud da gekauft. Ich glaube, spricht man Giroud da, oder? Schnittigkeit und Pass besser. Das ist für mich ja schon mal rechts, links außen das Wichtigste. Dass ich mit meinem Team vernünftige Schlanken schlagen kann. Ja, Flanken schlagen kann. Und zwar ist er. Wo haben wir denn? Wo haben wir da? Guardado. Guardado. So. Gegen Villa ein bisschen besser. Wir haben Villa genau irgendwo anders. Wollen wir Villa? Wo ist denn die Villa? Costa, Benzema, Alba, Puyol. Bin ich doof? Ich habe Soldado hier drin. Ja, stimmt. Gut. Wir machen jetzt nochmal ein Spiel mit unserer deutsch-französischen, englischen, wie auch immer Mannschaft. Oh yeah. Das sieht doch jetzt gerade nach Spiel abgestürzt aus. Ganz kurz warten. Kurzen Schluck trinken. Okay, wir sehen uns sofort wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück. Auf der Suche nach einem Gegner. Nachdem das Spiel mal wieder abgeschmiert ist. So, wir spielen gegen. What the fuck? Zumindest hat er ein Tottenham-Trikot. Aber ich habe keine Ahnung, was das Club-Ding war. Ah, gegen Polen. Kurs Wisnoi oder gegen einen Russen, aber ich glaube, es ist erst polnisch. Glaube ich eher. So, wir spielen gegen England, Paris. Ja, ich habe gar nicht gesehen, was ich sehen kann. So, Abseitsfalle, Konter, Defensiv. Und dann gibt es, ja, dann gibt es. Genau, sehr schön. Los, Volleyball in die. Na. Schade. Das wäre es jetzt eigentlich gewesen. Wenn der Ball jetzt direkt ins Ausgegangen wäre. Und dann kommt Lewandowski mit der. What the fuck? Steven Gerrard mit dem Tor. Also, der war schon. So ein Highlight-Tor. Keine Ahnung, was die da gefeiert haben. Aber aus hinten, ich dachte schon eigentlich, der geht drüber. Ich habe eigentlich wirklich damit gerechnet, dass der drüber geht, der Ball. Darum hatte ich nämlich so, ich so, what the? Und dann musste ich es zu Ende sagen und dann war der Ball dann doch. Ein bisschen lucky, muss ich zugeben. Dann geh weg. Wir wollen, dass die Peace-Check macht hat jetzt. In der Mitte kommt Soldado zu spät. Ah ne, wir haben Spodonski. Soldaten sitzt ja nur noch erklärt. Der war schön getrickst, aber irgendwie auch schon verloren. Aber jetzt hat er geschickt.
der eh im Abseits gestanden hätte. Natürlich keiner in der Mitte. Mein Eckball. Aber gut, dass der Ball nicht durchgegangen ist, weil wie gesagt, Podolski stand im Abseits. Ich habe die Fahne unten hochgehen. Dann kann es ja nichts mehr machen. Sehr schön. Nein, also, die passen echt in die Pässe, wie sie wollen. Und das ist teilweise echt. Schön. Oh. Der stand im Abseits. Abseits. Ja, ganz knapp im Abseits, ganz knapp. Wo ist Lewandowski? Der kommt sogar echt noch durch. Ja. Könntest du ja auch mal sagen, dass er zieht, ne? Torwart, schön. So, in Drehung. Na komm, mach weiter. Ja, genau, das ist schön. Und dann kommt die Flanke, Lewandowski. 2-0. Läuft gut, läuft gut. Eigentlich müsste ich direkt die nächste Aufnahme noch hinterher dran haben. Aber ich möchte euch ja natürlich auch auf dem Laufenden halten. Das heißt, die nächste Aufnahme ist dann frühestens morgen. Nachdem die Folge erschienen ist. Also ich muss mal gucken, was ich dann habe. Ich glaube, ich habe Nachtschicht. Das heißt, die kommt dann wahrscheinlich. Also die Aufnahme erfolgt dann mittags. Das heißt. Ich bin mal gespannt, was da so transfermäßig läuft. Leverkusen muss jetzt nach Sams Abgang eventuell nochmal nachbessern, wobei wir haben Julian Brandt gekauft. Das war momentan Top-Talent in der Bundesliga. Wurde noch besser als Schürrle, noch talentierter als Draxler. Von daher bin ich da mal echt gespannt, wann er bei uns spielt, weil Levin Öztunali haben wir ja auch, aber der wird auch langsam reingeführt. Staphylidis haben wir ja auch noch, ein schön guter Linksverteidiger. Und man könnte ja wieder sagen, Leverkusen der Ausgangsstand. Oh, Podolski wehrt sich. Das war schlecht von mir. Oh, Podolski wehrt sich nochmal und was ein Tor. Also der Kauf, der hat 2800 Euro. Hat der 2,8 gekostet? Ich glaube, der hat 2,8 gekostet. Ja, der Kauf, der hat sich jetzt von mit 4 Toren sowas von rentiert. Ey, das ist irgendwas. Ja, passen. Podolski. Aber die 2,8, die habe ich jetzt schon wieder drin. Ich glaube, Girodadu hat auch nur 1800 gekostet. Also das ist schon relativ günstig für gute Qualität. Podolski, mal ein Stückchen. So weit. Ciao. Schade. Dum-dum-dum-dum-dum-dum. Ganz klar. Ganz klar. Ganz, ganz. Aber wir führen noch drauf. Das ist ja das, was zählt. Und ansonsten, wie gesagt, neues Let's Play angekündigt, aber da werde ich im Let's Play in einer der. Ja, ich weiß nicht, in welcher Folge noch was zu sagen müssen. Weil das Spiel ist halt wirklich in der Alpha und das merkt man halt auch. Nicht grafisch gesehen, sondern einfach es hat nicht so viele Möglichkeiten, die ich eigentlich gerne hätte. Das heißt, dieses Let's Play könnte sogar erst ganz kurz werden. Aber wie gesagt, das ist Zukunftsmusik. Darum möchte ich auch nicht zu viel spoilern. So. Einer noch da, einer noch drauf da. Gut. Loris macht das schon. Aber besser kannst du auch nicht.
Jawohl, Lewandowski wieder dazwischen und in der Mitte Podolski. Komm schon, Podolski. Komm schon, Podolski. Podolski zu kurz. Eine Schulter. Das ist echt gerade frustrierend, dass das 4-0 nicht fällt. Wobei das auch schon wieder ein bisschen arrogant klingt, wenn du sagst, boah, das ist frustrierend, dass das 4-0 nicht fällt. Aber ich will ja einfach nur verhindern, dass der Sieg in die Frage geht. Das hatte ich nämlich jetzt schon so oft, dass ich einfach mal sehr schön, Aubameyang. Bin gerade ein bisschen frustriert. Der wäre sehr geil gewesen, wenn der den hätte durchstecken können. Nee, nee, nee. Apropos Paris. Ja, ich hatte ja erzählt, dass ich schon das Hotel gebucht habe fürs Rückspiel in der Champions League. Und die Zugfahrt, die werde ich jetzt auch in den nächsten Tagen buchen. Und zwar werde ich eine Direktverbindung mit dem Thalys nehmen, der ja von Köln abfährt. Und das ist sogar ein bisschen angenehmer, direkt zu nehmen. Also nicht nur, dass ich nicht umsteigen muss, aber ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, die Deutsche Bahn hat echt einen Knall. Grund ist, na, zurückgefahren. Ich bin heute auf der Arbeit mal ganz kurz auch an meinem Handy, habe ich mal eingegeben, also Deutsche Bahn, dann gibt es ja eine schöne App, mit der man ja eigentlich die Preise, Preisauskunft machen kann und buchen kann, bla bla bla. Auf jeden Fall habe ich das versucht und wie immer Standardpreisauskunft nicht möglich. Sorry Deutsche Bahn, aber das ist Müll. So, dann bin ich ganz einfach mal, habe ich eingegeben Thales, weil du heißt der französische Schnellzug. Also das ist das eben Stück halt zum ICE. Halt aus Frankreich. Und dann habe ich einfach mal ausgegeben, Thales. Na, geht da mal einer hin? Köln, Frankreich, beziehungsweise Köln, Paris, Nord, weil das ist der Hof, in dem wir ankommen werden. Sie an, der Thales kann mir komischerweise eine Preisauskunft geben, was die Deutsche Bahn nicht konnte. Weshalb für mich dann auch direkt schon mal die Deutsche Bahn rausfällt, weil so ein Scheiß. Nö. Das einzige Problem ist, der fährt halt relativ selten. Oh, da hat sich einer verletzt von der Digga. Ich würde ja mal sagen, du musst anscheinend. Und ja, wir werden wohl, also mein Bruder und ich, der kommt ja mit. Wir werden wohl am Mittwoch, den 12. März, ist das Rückspiel, werden wir wohl mittags um 16 Uhr in Paris ankommen. Können dann noch in Ruhe unser Hotel beziehen und werden dann so abends halt Richtung Hotel, vom Hotel Richtung Richtung Stadion ziehen, eventuell sogar was früher. Ich muss mal gucken, wann sich die Leverkusener oder wo sich die Leverkusener allgemein treffen. Und dann, ja, werden wir da ein bisschen feiern. Und werden dann am nächsten Tag entweder um 12 oder um 12 nach Hause fahren. Oder wir fahren halt wie hin ungefähr um 16 Uhr zurück. Und werden halt dann noch einen halben Tag in Paris verbringen. Na, lassen wir uns mal überraschen. Das muss ich mal ein bisschen abklären, weil mir ist halt eigentlich egal, ob wir abends nach Hause kommen oder halt tagsüber. Weil ich habe eh Urlaub genommen, die komplette Woche, weil ich ja dann am Freitag direkt nach München fahren werde mit meiner Freundin und wieder mit meinem Bruder. Da merkt man vielleicht, ein bisschen mache ich was mit meinem Bruder. Ab und zu muss ich auch mal sagen. Wobei wir da halt irgendwie nur mehr oder weniger ein bisschen mehr durch Fußball machen, weil er wohnt halt ein bisschen entfernt von mir. Weil ich bin ja damals aus meiner Heimatstadt weggezogen und nach Leverkusen gezogen. Und er ist halt da sitzen geblieben. Ja, mal weniger. Ja, das Hotel in München, wie gesagt, werde ich dann auch mal nächste Woche in Angriff nehmen. Einen Leihwagen werde ich mir ebenfalls holen. Aufgrund, wenn wir mit drei Mann fahren, ich fahre ja ein relativ kleines Auto. Das ist ein Kleinwagen an sich. Ja,
Schade. Na, welchen mal so einen VW Passat mieten? Ist der günstigste Leihwagen. Für die Klasse, ich könnte. Ja, ich mag eigentlich VW nicht so. Ich weiß, ich fahre Audi aber trotzdem. Aber ich wollte mir kein Audi A4 mieten, weil das ist dann ein Aufpreis von 30 Euro, nur weil es jetzt ein Audi ist. Und so leiste ich mir dann einfach mal VW Passat mit DSG-Getriebe. Angenehmes Automatikfahren. Und dann werden wir auch mal die Allianz Arena besuchen. Zum zweiten Mal. Das erste Mal halt während Leverkusen zum Beispiel. Ich bin gespannt, wie wir uns da schlagen. Aber das ist ja noch ein bisschen mit weg. Das ist ja erst im März. Und wir haben jetzt noch Januar. Wo jetzt, wie gesagt, Ende des Monats die Bundesliga startet. Und halt für die Bayern geht es halt im Januar direkt zweimal ran, weil, ja, da halt in der Hinrunde das letzte Spiel gegen den VfB Stuttgart nicht ausgetragen werden konnte aufgrund der Clubmeisterschaft, die die Bayern da aber auch wieder souverän gewonnen haben und den ersten Titel unter Pep Guardiola einfahren konnten. Abgesehen vom Supercup. Egal. Abstoß. Ja, was soll ich sagen? Erstes Spiel souverän gewonnen, zweites Spiel souverän gewonnen. Ich glaube nicht, dass jetzt noch großartig was passiert. Und da zeigt sich wieder, dass diese Taktik doch eigentlich ganz gut läuft. Ah, einfach mal durchstecken, Leute. Der war schade. Ja, war schön. So. 90 Minuten sind um. Die Nachspielzeit müsste jetzt auch gleich sein. Und da ist auch schon. Und ich sag 6 Punkte auf das geschundene Haupt von uns nach dem Abstieg. Und wir sind jetzt nicht mehr in der Abstiegszone. Wir brauchen noch 6 Punkte aus 6 Spielen. Und das werden wir dann in den nächsten Folgen in Angriff nehmen, weil ich möchte ungern, vielleicht werde ich das eine oder andere Spiel noch machen, ohne Aufnahme. Aber ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Von daher sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.